Papierfliegerfalten gehört eigentlich nicht zu den Aufgaben der Mitglieder der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, am Mittwoch aber schon. Zumindest kurzzeitig, denn im Rahmen des zweiten Fachkräfteforums ging es um Kreativität. Am 5. September hatte die IHK eingeladen, um unter dem Motto Fachkräfte finden, Fachkräfte binden, darüber zu sprechen, wie man heute qualifiziertes Personal und Auszubildende findet und auch behält. IHK-Präsident Klaus Olbricht weiß, dass auch im Raum Magdeburg die Fachkräftefrage eine problematische ist. Also wir verspüren in der Region einen zunehmenden Fachkräftemangel. Nicht in allen Branchen im Moment, aber in bestimmten Branchen ist es schon ein großes Problem für die Unternehmer. Es wird in Zukunft noch viel schlimmer werden und deswegen haben wir heute auch diesen Workshop. In der zweiten Auflage des Forums nach 2015 ging es dieses Mal expliziter um die Frage der Arbeitgeberattraktivität. Nach einigen Grußworten ging es zu den Vorträgen des Tages und den Anfang machte Martin Gäth. Er versucht, den Arbeitgebern die Bedürfnisse ihrer potenziellen Angestellten näher zu bringen, auch mit Hilfe von Papierfliegern. Er findet, dass bei der Fachkräftesuche noch viel Verbesserungspotenzial herrscht. 96% der deutschen Unternehmen sind kleine und mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe, das heißt unsichtbar. Das heißt, die oberste Pflicht für einen Betrieb ist, sichtbar werden. Und das werde ich nicht auf Stellenbörsen, da gibt es 2500 Stellenbörsen, ich muss sichtbar werden. Und das muss jedes Unternehmen anders schaffen. Aber nutzen Sie Ihr Schaufenster, hängen Sie ein Riesenplakat auf. Ich verlose unter allen, die mir eine Fachkraft bringen, ein Jahr Haarschnitt umsonst. Und ich wette, der Friseur kriegt genug Fachkräfte. Um kreative Ideen ging es auch in den weiteren Vorträgen. Im Mittelpunkt standen die Themen Personalmanagement und Arbeitgeberattraktivität im Zeitalter der Digitalisierung. Auch der Stellenwert der Work-Life-Balance der Angestellten wurde hervorgehoben. Eine Themenauswahl, die bei den Teilnehmern des Forums gut ankam. Also besonders hat mir der erste Vortrag gut gefallen. Also klar war man am Anfang erstmal ein bisschen, was kommt jetzt aber hin drauf zu, von dem Martin geht. Aber es war echt also mitreißend. Ja, den ersten Beitrag fand ich ganz toll. Mit den Ideen, ja, Ideen sammeln, hinterfragen, was für Bewerber möchte ich, das auch umsetzen und nicht wirklich immer den jungen Azubi, den jungen Schulabgänger haben wollen, sondern warum nicht auch mal auf 50 plus zugreifen. Ja, das ist das, wo ich sage, das könnten wir bei uns auch umsetzen. Auch ältere Fachkräfte sollten also nicht vernachlässigt werden. Der Fokus liegt aber auf der Integration von jungen Menschen oder Immigranten in den Arbeitsmarkt, auch bei der IHK Magdeburg. Komm. Also wir haben demnächst einen Workshop im September, wie man technologieorientierte Auszubildende anspricht. Die sind in der Tat anders anzusprechen als vielleicht jemand, der in den Einzelhandel möchte oder der eine sozialpädagogische Ausbildung anstrebt. Wir haben aber auch am 19. September einen Workshop oder eine Kooperationsbörse, wo es um die Einstellung von Geflüchteten geht, auch ein ganz aktuelles Thema. Und so ploppen immer wieder auch Themen auf, die wir dann intensiv bearbeiten. Und je nachdem, was unsere Unternehmen wünschen, dann werden wir aktiv.